Herbst 1941, das von Deutschland besetzte Polen. Unter den Decknamen Operation Reinhard führt Deutschland einen Plan zur systematischen Ermordung von 2 Millionen Juden durch, die im sogenannten Generalgouvernement leben. Diese Aktion markiert die tödlichste Phase des von Nazi-Deutschland beabsichtigten Völkermords am jüdischen Volk. Am Ende werden im Rahmen dieser Operation 1,5 Millionen Juden in den drei Vernichtungslagern Belzec, Sobibor und Treblinka ermordet. Diese Lager wurden allein zur Umsetzung der Operation Reinhard errichtet. Einer der berüchtigsten Verbrecher dieses geheimen Plans der Deutschen, verantwortlich für die Foltern von Männern und Frauen, Kindern und Säuglingen, bevor er sie in die Gaskammern des Vernichtungslagers Treblinka schickte, ist ein Mann, der wegen seiner Grausamkeit als Iwan der Schreckliche bekannt wird. Sein Name war Iwan Marchenko. Iwan Marchenko wurde am 2. März 1911 im ukrainischen Dorf Serhivka, damals Teil des russischen Zarenreiches, geboren. Vor Beginn des Zweiten Weltkrieges heiratete Marchenko und wurde Vater von 3 Kindern. Um seine Familie zu versorgen, arbeitete er als Bergmann im Dorf. Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939. Als Nazi-Deutschland Polen angriff, standen Großbritannien und Frankreich zur Garantie und Souveränität von Polens Grenzen und erklärten 2 Tage nach dem Angriff Deutschland den Krieg. Polen befand sich bald darauf jedoch in einem Zweifrontenkrieg, als die Sowjetunion das Land am 17. September 1939 von Osten her angriff. Die polnische Regierung floh noch am selben Tag aus dem Land und nach schwerem Beschuss und Bombardierungen kapitulierte Warschau am 28. September 1939 offiziell gegenüber Deutschland. Gemäß des Geheimprotokolls ihres Nichtangriffspakts teilten Deutschland und die Sowjetunion Polen am 29. September auf und der letzte Widerstand polnischer Einheiten legte sich am 6. Oktober. Weniger als 2 Jahre später, am 22. Juni 1941, griff Deutschland unter dem Decknamen Operation Barbarossa die Sowjetunion an, den ehemaligen Verbündeten im Krieg gegen Polen. 3 Heeresgruppen mit mehr als 3 Millionen deutschen Soldaten griffen die Sowjetunion auf breiter Front von der Ostsee im Norden und dem Schwarzen Meer im Süden an. Die Soldaten wurden unterstützt durch 650.000 Soldaten von Deutschlands Alliierten. In den ersten 6 Wochen nach dem deutschen Angriff erlitt die Sowjetunion katastrophale militärische Verluste und die deutschen Armeen nahmen schätzungsweise 5,7 Millionen Soldaten der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg gefangen. Unter ihnen war Iwan Marchenko, der der Infanterie der Roten Armee am 27. Mai 1941 beigetreten war und am 10. Juli desselben Jahres von den Deutschen gefangen genommen wurde. Etwa 3,3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene, 57% derer, die gefangen genommen wurden, waren bis Ende des Jahres tot. Sowjetische Kriegsgefangene machten nach Juden die zweitgrößte Opfergruppe der nationalsozialistischen Rassenpolitik aus. Marchenko jedoch wurde nicht getötet. Stattdessen wurde er in das Kriegsgefangenenlager A in Chelm in Polen gebracht und im Oktober 1941 wurde er für das Lager Trawniki ausgewählt, wo die Nazis Kriegsgefangene zu SS-Wachmännern ausbildeten. Zwischen September 1941 und September 1942 wurden im Ausbildungslager Trawniki 2500 Hilfspolizisten von SS und Polizeibeamten aufgenommen und ausgebildet, die als die sogenannten Trawniki-Männer bekannt wurden. Alle von ihnen waren sowjetische Kriegsgefangene gewesen. Der Einsatz bei der Operation Endlösung, dem Massenmord an den europäischen Juden, wurde der Haupteinsatz der Trawniki-Männer. Die dort ausgebildeten Wachmänner stellten die Mannschaften für die Vernichtungslager Belzec, Sobibor und Treblinka. Deutsche SS- und Polizeibeamte setzten die Trawniki-Männer in den Deportationen von größeren und kleineren Ghettos im von Deutschland besetzten Polen ein und sie begleiteten und überwachten die Transportzüge aus den Ghettos in die Vernichtungslager. Unter den Ghettos, in denen die Männer aus Trawniki im Einsatz waren, waren auch Warschau, Lublin und Krakau. Im Februar 1942 trieb Iwan Marchenko Juden in Lublin für den Transport in die Vernichtungslager zusammen. Im Mai 1942 wurde Marchenko zum Einsatz in das Vernichtungslager Treblinka, das im Sommer 1942 gebaut wurde, geschickt. Es war das 3. Vernichtungslager nach Belzec und Sobibor, das von den Behörden der Operation Reinhard errichtet wurde. Die Deportationen nach Treblinka kamen vor allem aus dem Warschauer Ghetto und wahllosen Bezirken im Generalgouvernement und liefen kontinuierlich bis Frühjahr 1943.
Ein bedeutendes Ereignis war die Deportation von etwa 7000 Juden aus dem Warschauer Ghetto nach dessen Auflösung durch den Aufstand des Warschauer Ghettos von 1943. Der Holocaust-Überlebende Josef Czarny, dessen Eltern im Warschauer Ghetto starben, erinnerte sich, wie er im Alter von 16 nach Treblinka gebracht wurde, wo er 10 Monate blieb. Als die ukrainischen Trawniki-Wärter kamen, um die Tür zu schließen, nutzten sie ein Brett, um die Masse an Fleisch hineinzudrücken. Wir waren zerquetscht, zusammengepfercht, absolut zusammengeklebt wie Fleisch. Ich erinnere mich, dass einige Leute komplett durchgedreht sind. Sie tranken Urin, das haben sie tatsächlich getan, fügte Czarny hinzu und brach weinend zusammen. Später fuhr er fort: Ich erinnere mich an Hanna und Gita, zwei meiner drei Schwestern, die Papa, Papa riefen, aber ich konnte ihn nicht finden. Während Josef Treblinka überlebte, wurden seine drei Schwestern direkt nach der Ankunft ermordet. In Treblinka war der Prozess von Selektion und Mord sorgfältig geplant und organisiert. Ankommende Züge mit 50 bis 60 Waggons, die für die Vernichtung bestimmt waren, hielten zuerst am Bahnhof von Malkinia. Je 20 Waggons wurden dann vom Zug abgehängt und direkt ins Tötungszentrum gebracht. Die Wachmänner befohlen den Opfern, im sogenannten Empfangsbereich auszusteigen, zu dem das Anschlussgleis und der Bahnsteig gehörten. Ein auf dem Bahnsteig errichtetes Gebäude war als Bahnhofsgebäude getarnt, komplett mit hölzerner Uhr, Zeitplänen, Zielschildern und einem unechten Fahrkartenschalter. Deutsches SS- und Polizeipersonal verkündeten, dass die Gefangenen in einem Durchgangslager angekommen seien und all ihre Wertsachen abgeben sollen. Der Empfangsbereich umfasste einen Deportationsplatz mit zwei Baracken, in denen sich die Deportierten, Männer getrennt von Frauen und Kindern, entkleiden mussten. Es gab auch große Lagerräume. Dort wurden die Besitztümer, die den Opfern abgenommen wurden, sortiert und gelagert, bevor sie über Lublin nach Deutschland verschifft wurden. Ein getarnter, umzäunter Weg führte vom Empfangsbereich zur Gaskammer. Dieser Weg war als Röhre bekannt. Die Opfer wurden gezwungen, nackt den Weg bis in die Gaskammern zu rennen, die fälschlicherweise als Duschen gekennzeichnet waren. Eine der Kammertüren war versiegelt und ein riesiger Dieselmotor, der außen montiert war, pumpte die Kohlenmonoxidabgase hinein. Nach maximal 25 Minuten lagen die meisten tot am Boden, oder um genauer zu sein, standen sie, da es keinen Zentimeter Platz gab, wie sich ein Holocaust-Überlebender erinnert. Die Leichen lehnten einfach aneinander. Während dieser ganzen Zeit wetteiferten die Deutschen mit den Trawniki-Wachen, wer brutaler gegenüber den Menschen war, die für den Tod ausgewählt wurden. Bei jeder Gaskammer waren neben den Motoristen auch 5 bis 6 Deutsche mit ihren Hunden anwesend. Motoristen waren die Trawniki-Wachmänner, die die Gaskammern bedienten. Mit Knüppeln und Peitschen trieben sie die Menschen in den Korridor der Gaskammern. Nach dem Krieg sagte Jehiel Reichmann, Überlebender von Treblinka, aus: Wenn die Wachmänner mehrere Tage keine neue Lieferung von Häftlingen erwarteten, schlossen sie Opfer in den Gaskammern ein, damit sie erstickten. Sie starben dann von selbst. Wenn sie die Kammern nach 48 Stunden wieder öffneten, waren die Körper schwarz. Alles war eine einzige, feste Masse. Ich erschaudere immer noch, wenn ich daran denke, dass es möglich war, dass ein zweibeiniges Tier zu solchen Taten fähig war. Zu Beginn behaupteten die Nazis, einen Zug mit ca. 3000 Menschen in ungefähr 3 Stunden abfertigen zu können. Später reduzierte sich das auf etwa 30 Minuten, als sie die Grauen des Massengenozids weiter verfeinerten und meisterten. Opfer, die zu schwach oder krank waren, um allein bis zu den Gaskammern zu kommen, wurde gesagt, sie bekämen medizinische Hilfe. Mitglieder des Sonderkommandos, was Juden waren, die gezwungen wurden, im Krematorium zu arbeiten, brachten sie in einen verborgenen Bereich, der als kleine Klinik mit einer Fahne des Roten Kreuzes getarnt war. Dort erschoss der SS-Unteroffizier Willi Menz sie in einer offenen Grube. In Treblinka verdiente Marchenkos Barbarei ihm den Spitznamen Iwan Grozny, was auf Polnisch so viel wie Iwan der Schreckliche bedeutet. Als Motorist schlug er beim Befüllen der Gaskammern mit der Peitsche auf die dem Tode Geweihten ein und schrie: Schneller, schneller, das Wasser wird kalt, andere müssen auch noch duschen. Während der Motor lief, schaute er durch das Fenster mit einem Lächeln im Gesicht und beobachtete, wie der Erstickungsprozess voranschritt. Marchenko war sehr versiert darin, Menschen mit einem Wasserrohr zu ermorden. Nach dem Krieg sagte ein ehemaliger Kollege aus, wie Marchenko mit nur einem einzigen Schlag mit dem Rohr einen großen und starken Mann tötete. Iwan Marchenko nutzte seine Macht auch aus, um Frauen sexuell zu missbrauchen.
Mit seinem Schwert stach er Frauen in die Schenkel und Genitalien auf ihrem Weg in die Gaskammern und manchmal vergewaltigte er sie auch. Er nutzte sein Schwert auch häufig, um Frauen die Brüste, aber auch die Nasen und Ohren abzuschneiden. Die Ohren nagelte er dann an die Wände. Auch stach er seinen Opfern die Augen aus. Iwan der Schreckliche hatte auch einen Hund, der Körperteile abriss. Marchenko rief nach seinem Hund, der darauf trainiert wurde, Genitalien abzureißen, zeigte auf jemanden und der Hund riss die Geschlechtsteile ab, bis überall Blut floss. Ein weiterer Überlebender von Treblinka, Finas Epstein, sagte später aus: Iwan empfand besondere Freude darin, schwangere Frauen mit dem Schwert zu schlagen und Schädel mit einem Eisenrohr zu spalten. Er war unersättlich. Eines Tages kam ein junges Mädchen lebendig aus einer Gaskammer und schluchzte: Ich will zu meiner Mutter. Iwan wandte sich an einen der Juden aus dem Sonderkommando und befahl ihm, sie zu vergewaltigen. Der Mann wehrte sich und so wurden er und das Mädchen zu einer Grube geführt und erschossen. Bei einer anderen Gelegenheit wurde Marchenko dabei gesehen, wie er einer nackten Frau, als sie in die Gaskammer eintrat, ein Kleinkind entriss und ihm so wörtlich den Schädel gegen die Wand schlug. Anfang 1943 organisierten jüdische Häftlinge eine Widerstandsgruppe. Als sich der Betrieb des Lagers dem Ende näherte, befürchteten die Häftlinge, dass sie ermordet und das Lager aufgelöst werden würde. Im späten Frühjahr und Sommer 1943 entschieden die Widerstandskämpfer, eine Revolte anzuzetteln. Am 2. August 1943 stahlen sie heimlich Waffen aus der Waffenkammer des Lagers. Nachdem sie jedoch entdeckt wurden, bevor sie das Lager übernehmen konnten, stürmten hunderte Gefangene aus dem Haupttor, um zu fliehen. Viele wurden im Feuer der Maschinengewehre getötet, aber mehr als 300 konnten fliehen, auch wenn zwei Drittel von ihnen später aufgespürt und von der SS und der Polizei, aber auch Militäreinheiten getötet wurden. Überlebende wurden gezwungen, das Lager abzureißen. Sie wurden von deutschem SS- und Polizeipersonal beaufsichtigt, das auf Befehl von Odilo Globodnik handelte und alle Häftlinge nach Abschluss der Arbeiten erschoss. Als das Vernichtungslager Treblinka im Herbst 1943 aufgelöst wurde, hatte das Lagerpersonal schätzungsweise 925.000 Juden und eine unbekannte Anzahl an Polen, Roma und sowjetischen Kriegsgefangenen ermordet. Alle Spuren der Existenz des Lagers wurden vernichtet. Auf dem Gelände wurden Lupinen gesät und ein deutschstämmiger Bauer auf dem Grundstück angesiedelt, um zu verschleiern, was wirklich an diesem Ort geschehen war. Nach seiner Rückkehr in das Strafniki-Lager im August 1943 ging Marchenko vermutlich nach Triest, wo er deutsche Lagerhäuser am Hafen bewachte, als Wärter in einem Gefängnis von Triest arbeitete und bei einer Razzia unter italienischen Bürgern zur Beschaffung von Zwangsarbeitern für Deutschland teilnahm. Marchenko wurde zuletzt gesehen, wie er in der Adria-Stadt Fiume im März 1945 aus einem Bordell kam und sich jugoslawischen Partisanen anschloss, um den Alliierten zu entkommen. Man hörte nie wieder von ihm und so wurde er nie für seine Verbrechen vor Gericht gestellt. Im Laufe der 1970er und 1980er Jahre wurde John Demjanjuk, ein pensionierter ukrainischer Automobilarbeiter aus einem Vorort von Cleveland, beschuldigt, Iwan der Schreckliche zu sein. Er wurde 1988 in Israel vor Gericht gestellt und zu Tode verurteilt. Aber das Urteil wurde aufgehoben, nachdem sowjetische Archive Iwan Marchenko als Iwan den Schrecklichen identifizieren konnten, woraufhin der oberste Gerichtshof Israels Demjanjuk im Jahr 1993 wegen begründeter Zweifel freisprach. Für Iwan Marchenko wurden keine Tränen vergossen. Vielen Dank, dass du dir den World History Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.